Ich möchte euch einmal den neuen Scheibenbremskonfigurator der Blechgefährten vorstellen. Und zwar gehen wir auf www.blechgefährten.de, scrollen hier runter, klicken entweder auf Online-Shop oder einfach auf das neueste hinzugefügte Produkt, was ich hier in dem Fall machen werde. Sobald das geladen ist, haben wir die Möglichkeit, für verschiedene Vespa-Modelle uns unsere Scheibenbremse vorne zu konfigurieren. In dem Fall habe ich hier erstmal ein schönes Übersichtsbild erstellt von der sehr stark ausgeprägten Variante der PX Conversion hier. Wir haben hier unten noch ein schönes Bild von einer im Used Look mit neuer Technik versehenen Vespa PX. In dem Fall mit axialer Bremsscheibenaufnahme und Zip-Bremssattel und einem schönen silbernen BGM. Federbein. Wir gucken mal hier, was wir auswählen können. Wir gehen hier auf Vespa PX Lusso, PX Alt, Sprint oder ähnliches. In dem Fall möchte ich einfach mal für eine Vespa Sprint meine Scheibenbremse vorne konfigurieren. Ich schicke kein Steuerrohr. Ich benötige natürlich ein Steuerrohr. Na klar, ich brauche ein neues in dem Fall. Und zwar ein PKXL2 Steuerrohr, was nachher umgebaut wird, um eine Scheibenbremse aufzunehmen und in die Vespa Sprint einbauen zu können. Das beinhaltet der Preis hier, der hier angezeigt wird. Wir schicken den Kotflügel nicht. Wir benötigen einen Kotflügel auf jeden Fall, und zwar einen Vespa Sprint Kotflügel. Es sind nicht überall Bilder, ne? Also wenn hier steht ohne Abbildung, das ist natürlich alles noch nicht oder überhaupt, das wächst mit der Zeit. Perfekt ist kein System in dem Fall. Wir können hier auswählen zwischen Cremas, Magura. In dem Fall wollen wir eine Cremas Bremsarmatur oben haben. Die Farbe des Hebels soll schwarz sein. Wir wollen alle Anbauteile und auch den Hebel wollen wir schwarz pulvern. Behalten dabei unseren Originalgriff. Hier werden neue Griffe mitgeschickt. Wir wollen alles in dem Fall schwarz haben, deswegen wird das Banjo oben auch in schwarz gehalten. Die Bremsleitung ist in dem Fall auch schwarz und die Bremstrommel ist auch eine schwarze. Das ist hier eine Gremeca Classic NT. Die hier in dem Fall schwarz lackiert wird, sollte die irgendwie nicht verfügbar sein. Im Anschluss dieser ganzen Bestellung wird nämlich geprüft, sind die Teile verfügbar, dass ihr nicht in die Irre geführt werdet. Dann greifen wir zurück auf eine Gremeca Spinnennetz-Variante, die abgedreht wird und dann natürlich schwarz lackiert wird. Deswegen ist das nachher ein bisschen teurer, weil ein Arbeitsschritt hinzukommt, aber ihr habt die Möglichkeit, dann eure Scheibenbremse trotzdem zu bekommen. Die Bremssattelaufnahme, wir wollen es nicht übertreiben, ist hier eine axiale, wie in dem Foto oben zu sehen. Der Halter ist von Gremeca in schwarz und der Bremssattel kommt hier von Zip. Der hier hat in dem Fall auch eine ABE. Ihr könnt euch dann die ganzen Erklärungen dazu auch hier unter dem Fragezeichen dann anzeigen lassen, wenn ihr darüber hovert, wie auch immer. Und das Banjo unten soll natürlich auch schwarz sein. Wir wollen eine coole Scheibenbremse haben, in dem Fall eine Polini, so eine gewaffelte Variante, die hier ausgewählt wird. Das Federbein muss nicht ausgewählt werden, könnt ihr unten dann festlegen. Hier sind ein paar Varianten drin von BGM, von Zip und hier das Stage 6. Das ist die Königsklasse. Und wir wählen, was nehmen wir hier? Wir nehmen das BGM, nehmen wir hier mal für 230 Euro dazu und brauchen noch den Adapter, um die PKXL2-Gabel zu komplettieren. Wir wollen die nicht kürzen in dem Fall. Felgen, können wir mal durchgucken. Das sind alles Schlauchlosfelgen hier, die mit verschiedenen Reifen ausgestattet sind. Lassen wir mal sein in dem Fall und brauchen aber auf jeden Fall Tachoschnecken, Schrauben und so weiter, alle Kleinteile, die benötigt werden. Tachowelle können wir entweder analog wählen in zwei verschiedenen Farben oder wir nehmen einen digitalen Sensor. Am Ende steht hier ein Preis, der beinhaltet wirklich alle Schrauben, alle Dichtungen, alles, was notwendig ist, um die Scheibenbremse zu komplettieren. Was komplettiert werden kann, wird komplettiert von uns und wird dann zu euch nach Hause geschickt. Es hat mich gefreut, ein kleines, aber feines Video über den Bremsenkonfigurator. Ihr könnt einfach hier mal durchklicken für verschiedene Modelle, euch das zusammenstellen. Teilt es gerne, schreibt unter das Video, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was vielleicht noch nicht so ganz funktioniert, wenn irgendwo ein kleiner Haken ist oder so, oder ihr euch noch was wünscht, was noch dazukommen sollte, lasst es mich wissen. Und wenn ihr was komplett anderes wollt, schreibt einfach eine Mail oder hier in die Kommentare rein. Und dann kriegen wir das hin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Konfigurieren und bis bald.